Ja, herzlich willkommen bei Mika Caravan bei uns auf dem Kanal. Jetzt wieder aus Dinkelsbühl. Wir sind zurück von Schweden und dazu möchte ich euch zwei Dinge sagen beziehungsweise ein kleines Statement über unser Glisana abgeben und natürlich kurz vor der Caravan Salon stehen wir schon wieder, was wir da alles für euch besuchen und was wir da alles tun, weil da sind wir auf alle Fälle dabei. Und natürlich einen kurzen Einblick, was die Woche bei uns los war. Ziemlich hektisch, ziemlich stressig, schön stressig, nicht negativ. Viele Autos gehabt und morgen geht es gleich wieder weiter. Viele Glisanas, Solaranlagen, Lithium-Akkus, das ganze Programm. Und da will ich euch so ein bisschen einen kleinen Ausschnitt zeigen und noch ein paar andere Dinge, was wir alles für euch auf der Messe besuchen, euch ein bisschen neugierig machen und ein kleines Angebot von WCS preisgeben, was ihr auf der Messe bekommen könnt. Also, lasst euch überraschen. Wenn ihr das alles sehen wollt, bleibt dran. Ich würde mich freuen und los geht's. Ja, heute wollten wir mal kurz drüber reden. Ihr wisst, ich war 2 Wochen in Schweden. Wir haben Betriebsurlaub gehabt und ich wollte euch ein kleines Resümee von einmal der Glisana geben und ich muss sagen, ich habe die jetzt 2 Wochen lang Vollzeit benutzt und das war schon echt grandios. Also muss ich wirklich sagen, es war echt der Hammer. Ich habe einen autark Gewinn gehabt, das war einfach phänomenal, weil auch in Schweden eine Restmülltonne findet man überall und das ist richtig cool. Und somit kann man seine Päckchen da ohne Probleme entsorgen, überhaupt kein Problem. Und man weiß, man ist immer sauber, man muss keine Entsorgungsstation suchen, überhaupt nicht. Und es war echt toll. Bei voller Benutzung haben wir, ich glaube, in diesen 2 Wochen 4 Liner, müsst lügen, 4 Liner durchgebraucht. Fand ich vollkommen in Ordnung. Also echt alles total entspannt und ein mega Gewinn. Genauso über das TWDS, über das Wassersystem mit der UVC-Klärung. Da möchte ich noch ein spezielles Video drüber machen. Das dauert allerdings noch ein bisschen, weil ich jetzt noch mal weg muss und da möchte ich das nochmal gut ausgiebig testen und da gebe ich euch dann dementsprechend nochmal Bescheid, wie das dann alles sich wirklich verhalten hat. Und da machen wir dann nochmal wirklich ein spezielles Video drüber. Und dann möchte ich euch natürlich ganz herzlich einladen, weil ich fahre auf die Caravan Salon nach Düsseldorf. Die findet ja jetzt statt. Wir sind ab nächster Woche Donnerstag da. Und bitte, wenn ihr Wünsche habt, was ich filmen soll, worüber euch berichten soll, dann lasst mich das wissen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn euch speziell was interessiert. Ich kann nicht versprechen, dass ich alles aufgreife, aber ich werde natürlich versuchen, die Themen dementsprechend abzuarbeiten und die meisten Sachen dann euch auch zu zeigen und euch da mitzunehmen. Dieses Jahr möchte ich ein paar Videos mehr machen, wobei es zeitlich echt für mich eng wird, weil, und da lade ich euch auch ganz herzlich ein, ich bei WCS auf dem Stand arbeite. WCS hat ja einen eigenen Stand vor der Halle 13 im Außenbereich. Hat er seinen Van stehen mit seinen ganzen Geräten und seinen ganzen Show-Solarplatten und alles, was hier bei mir auch gestanden war, bei unserem Camper-Treffen. Und da kommen schon etliche Kunden, die mich schon angerufen haben. Und ich lade euch da auch ganz herzlich ein.
Ich sage euch da nächste Woche nochmal genau Bescheid, welche Tage ich da bin. Ich glaube, 4 Tage sind es insgesamt, wo ich komplett dort bin. Und da werde ich auf alle Fälle zur Verfügung stehen für euch, beratenderseits, sowie aber auch, wenn ihr Akkus braucht oder irgendwas kaufen wollt, dementsprechend. Denn auf der Messe gibt es auch ein Angebot, ein WCS-Angebot. Der Götz hat es ja schon in seinem Video offiziell gemacht und ich mache natürlich das gleiche Angebot. Dementsprechend auf 2 Lithium-Akkus blende ich irgendwo ein und das finde ich richtig geil und da freue ich mich auch schon drauf. Und natürlich kann ich euch auch die Geräte erklären, die Vorteile erklären, die Solarplatten erklären, den Ladebooster, den Wechselrichter, die Kombi und so weiter, was dort alles ausgestellt ist und was wir dort alles haben, über die ganze Produktpalette, Rapid, Booster, ganz wichtige Themen. Und da stehen wir eben auf alle Fälle zur Verfügung. Auch meine Frau ist dabei, die dann dementsprechend, wenn wir gleich Termine machen wollen, auch Termine machen können, auch das können wir machen. Also das ist überhaupt kein Problem. Da sind wir total relaxed und vorbereitet. Überhaupt kein Thema. Und heute möchte ich euch auch auf alle Fälle noch zeigen, was in unserer Werkstatt los war. Ein kurzer Rundgang, weil das ist die Woche echt phänomenal gewesen, was hier alles passiert ist. Eins nach dem anderen, Klesana, Wasserpumpe, Akkus, also echt das volle Programm. Also richtig, richtig toll. Und wir sind am Samstag zurückgekommen. Ich war Sonntag schon hier, habe hier wieder alles hergerichtet, die Autos wieder hergestellt und Montag gleich wieder richtig los. Und ja, mega, ihr seid spitze, ganz lieben Dank und es war echt toll. Also macht richtig, richtig Spaß. Ja, hier haben wir jetzt einen schnellen Akkuwechsel. Der kriegt 2x Lithium-Akku. Der hier kriegt eine Klesana. Dann haben wir hier drüben einen, der kriegt eine Dieselheizung. Und hier haben wir einen, der kriegt einen Maxwell, einen Sog und eine Algo-Hubstützenanlage. Die steht hier. Also bei uns ist wieder volles Programm. Alles offen, alles zerlegt. Hier kommt sie rein, die tolle Klesana. Der Unterbau ist schon fertig und jetzt werden Strippen gezogen, Edelstahlplatte reingemacht und dann geht's weiter. Ja, dann geht's natürlich auf alle Fälle auch noch um diese Marke. Auch die werde ich besuchen, weil wie ihr wisst, habe ich ja beim Markus Fan for Van den Einbau gemacht mit der neuen EcoFlow Station, mit dem Power Kit. Und das ist echt eine richtig geile Lösung geworden. Und wir haben auch ganz viele Anfragen diesbezüglich gehabt. Und wir sind jetzt auch EcoFlow-Händler. Also sprich, auch bei uns kann man die ganzen EcoFlow-Powerstations und so weiter, Solarplatten, Solartaschen und was alles hier gibt, natürlich bestellen. Ich habe schon eine große Bestellung zusammengeschrieben, damit wir wieder hier einiges auf Lager haben. Und auch die sind natürlich in in Düsseldorf vertreten und auch die werden wir natürlich für euch besuchen und gucken, was es alles Neues gibt, weil ich habe gehört, da wird es auch bald eine neue Powerstation geben und da bin ich auch schon richtig gespannt drauf, wie das ganze Thema ausschaut und das wird eine tolle Sache. Ja, und hier nochmal zu dem TW DES Produkten. Das sind UVC-Bestrahler, Wasserdesinfektion, wo wir ja schon mal ein Video drüber gemacht haben, schon 2. Ein kleines Korrekturvideo und dann das Einbauvideo inklusive Erklärvideo. Ich werde hier auch nochmal ein intensives Video machen, das wird aber nach der Caravansalon kommen, weil auf der Caravansalon werde ich natürlich auch noch ein Video machen, weil ich die Jungs auch noch einmal besuche, weil ich finde die echt mega top und die können das auch nochmal speziell vor der Kamera super erklären, wie die Funktionsweisen sind, worauf es hier ankommt und was man hier alles damit machen kann. Das ist phänomenal. Hier gibt es die große Lösung. Hier gibt es die Lösung für den Van-Bereich, wo ein bisschen
enger ist vom Einbau, wo man einfach ein bisschen anders hantieren muss. Darum hat man die Sache jetzt einfach Gerätschaften geteilt in zwei kleinere Gehäuse. Und hier drüben haben wir den separaten Wasserhahn UVLED, Waterdesinfektionssystem, wo auch nochmal Filter hervorgehängt ist, wo man dann auch echt Trinkwasser hat aus seinem Tank raus und entsprechend keine Wasserflaschen mehr rumschleppen muss, kein Plastikmüll mehr produziert und da richtig safe ist. Macht riesig Spaß. Auch ich war damit 2 Wochen in Schweden unterwegs und ich kann nur bestätigen, es ist mega geil. Lasst euch überraschen, was in Düsseldorf da alles kommt. Lasst euch überraschen, was die Jungs uns noch alles sagen. Und seid neugierig drauf, weil ich bin es auf alle Fälle, weil ich weiß es, dass es echt ein tolles System ist und ich möchte es jetzt schon nicht mehr missen. Und es ist einfach cool. Ja, auch wenn wir natürlich für diese Marke hier auf der Messe sein, auch da werden wir einen Rundgang machen. Auch da werde ich ein Video drüber machen für unsere Marke Tournee. Wir haben aktuell 4 Fahrzeuge am Hof stehen. Ich habe ein 6,40 Meter hier stehen. Ich habe hier ein 6,40 Meter stehen. Hier haben wir ein 6 Meter stehen und drin haben wir ein 6 Meter stehen. Und das Fahrzeug ist ja unser Fahrzeug, wo wir umrüsten mit euch. Ist ja schon etliches passiert. Vorne LEDs, Felgen sind bestellt und so weiter. Und da wird auch bald die nächste Umfrage an euch kommen, wo ich dann wieder eure Hilfe brauche, wie wir dann weitermachen. Und auch für diese Marke Tournee, wo ich ja wirklich mega begeistert bin, werden wir einen tollen Messerundgang für euch machen, werden euch zeigen, was alles Neues gibt, falls was Neues gibt, werden euch die Autos vorstellen und werden ein kleines Video machen, was hier bei Tournee sich alles getan hat. Ja, das war unser kleines Video für diese Woche. Wir müssen gucken, wie wir wieder dazukommen. Die nächsten 2 Wochen, so kurz vor der Messe, sind ein bisschen stressig. Viel vorbereiten, auf die Messe vorbereiten, dass ich bei WCS arbeite, dann hier in der Werkstatt noch einiges klären, weil hier muss es ja weitergehen. Ist alles gerade ein bisschen hektisch, weil nächste Woche geht es ja schon wieder los und da freuen wir uns natürlich tierisch drauf, aber hat natürlich auch zur Folge, dass ein bisschen was auf der Strecke bleibt. Und ich versuche natürlich wieder technische Videos zu bringen als nächstes. Auf alle Fälle nur eins. Nächste Woche bauen wir Hubstützenanlage ein. Da will ich auf alle Fälle so ein bisschen was mitnehmen für euch. Und nächste Woche haben wir auch nochmal Luftfahrwerk, wo wir verbauen. Auch elektrischerseits einiges, ein paar Specials und da hole ich euch natürlich wieder dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Genauso wie über ein Abo würde ich mich natürlich tierisch freuen. Und wenn ihr ganz, ganz wild seid, dann drückt ihr noch auf die Glocke. Dann vermisst ihr auch wirklich gar nichts mehr, was ich alles so mitzugeben habe und euch zeigen möchte und euch mitnehmen möchte vor allen Dingen, weil da werden es noch ganz interessante Themen geben. Ich sage bis dahin schon mal ganz lieben Dank, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns eventuell auf der Messe in Düsseldorf, wo ich mich natürlich riesig drüber freuen würde, oder wir hören uns und lesen uns unter den Kommentaren und bis dahin sage ich jedenfalls ganz lieben Dank, bleibt gesund, euer Micha. Bis dann.